Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute baue ich mir mein Traum-Gaming-Setup, wobei ich das natürlich nicht heute alles an einem Tag machen werde. Ich werde das über mehrere Tage hinweg machen, aber heute ist der erste Tag. Heute baue ich mal mein ganzes Setup, was ihr hinter mir seht, ab und dann geht es morgen oder übermorgen weiter. Dann baue ich es wieder auf, so wie ich es haben will, um aus dieser kleinen Ecke hier wirklich das Beste rauszuholen. Und für die, die noch nicht wissen, wie mein aktuelles Setup aussieht, ich zeige es euch einfach gleich. Und dafür würde ich sagen, teleportiere ich mich hinter die Kamera. So Leute, ich stehe jetzt hinter der Kamera und die Audioqualität wird wahrscheinlich nicht mehr so gut sein, aber egal. Also ich habe hier zwei Monitore, die sind beide mit so einer Fußhalterung festgemacht. Das eine ist ein Alienware Monitor und der andere ist von Medion, den habe ich von meinem Opa geschnorrt. Da oben drauf seht ihr meine Webcam, mit der ich aktuell meine YouTube-Videos aufnehme und stream. Hier ist meine Tastatur und meine Maus mit meinem Mauspad. Daran wird sich jetzt eher weniger ändern, außer vielleicht hier am Mauspad. Das will ich ein längeres holen dann. Und ja, dann habe ich hier noch meine Kopfhörer. Die verwahre ich hier hinten. Hier ist mein krasses Mikrofon. Und mein PC. Und hier ist nochmal ein Monitor, auch von Alienware. Und den werde ich dann hier hin machen und den halt dann quasi ersetzen. Ich werde auch die beiden Monitore an die Wand machen und hier oben über die Wand meinen Fernseher hinhängen. Ja, ich glaube, das würde nice aussehen. So Leute, jetzt habt ihr alle mein Setup gesehen. Die, die es nicht kannten, haben es jetzt zum ersten Mal gesehen. Die, die es bereits kannten, was wohl die wenigsten sein werden, ja, die kannten es bereits. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt ans Abbauen. So Leute, ich bin wieder da, nicht wie gerade eben erwähnt nach 1 bis 2 Tagen, sondern nach 2,5 Wochen. Eine Woche davon war Urlaub, okay, und der Rest musste ich halt warten, bis die Monitorhalterung ankommen. Wir sind jetzt aber da und ihr könnt es hinter mir schon sehen, ich habe die Monitore auch schon an die Wand befestigt und das habe ich heute mit meinem Vater gemacht. Mein Zimmer sieht aus wie Sau gerade, könnt ihr auch wahrscheinlich hier hinten sehen. Und ich bin jetzt stark am Überlegen, ob ich den Fernseher wirklich da oben hin machen will oder nicht, weil so wie es jetzt ist, könnte ich theoretisch vom Bett aus auf den Fernseher gucken. Ist auch chillig, hat auch was. Und im Endeffekt kann ich den Fernseher halt dann immer, wann ich will, dran schrauben. Die Halterung für den ist schon da, also. So Freunde, ihr seht jetzt, der PC läuft wieder und die Monitore laufen auch beide. Mit der Verkabelung, ich habe die einfach ein bisschen runtergeschmissen und ein bisschen zusammengebunden. Nichts Wildes. Und ja, jetzt ist die Frage, wie es weitergeht. Und ich glaube, ich werde den Fernseher wirklich darüber hängen. Und dann die ganze Wand mit den 3D-Wall-Panels zu tapezieren. Damit ich einfach die ganzen Kabel dahinter verstecken kann. Und ja, dann brauche ich auch keine richtigen Kabelkanäle oder so. Dann sieht es halt einfach alles clean aus. Und ja, diese Idee habe ich von Gary. Gary ist ein Setup-YouTuber. Ich packe euch mal den Link zu seinem Kanal in die Videobeschreibung unten. Ihr wisst's. Und ja, dann sehen wir uns. Dann seht ihr mich gleich wieder und ich erst
in ein paar Wochen wieder. So Freunde, der Fernseher ist jetzt dran. Nach 3 Monaten ist mein Setup jetzt endlich fertig. Und ihr seht jetzt erstmal die Cinematics davon. So Freunde, das war's jetzt sowohl mit den Cinematics als auch mit dem kompletten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wäre nice, wenn ihr einen Daumen nach oben da lassen würdet und ein Abo. Wäre mega Support. Wäre ich euch sehr dankbar für. Ihr könnt auch gerne die Videobeschreibung abchecken. Ja, ihr wisst hier unten. Da sind auf jeden Fall die Links zu allen Produkten, die ich hier verwendet habe. Das sind Amazon Affiliate Links, wenn ihr euch darüber die Produkte kauft. Bekomme ich sogar noch einen kleinen Anteil. Wäre ein geiler Weg, mich zu supporten. Da wäre ich euch auf jeden Fall sehr dankbar, Freunde. Und Support ist kein Mord, ja. Und da unten findet ihr auch meinen Twitch-Link. Da werde ich in Zukunft wieder öfter streamen, vor allem wenn jetzt Battlefield rauskommt. Dann hoffe ich, wir sehen uns im Stream oder auch in dem nächsten Video. Haut rein!